Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Train Fever. Irgendjemand hat mir ein Video geschickt, wie jemand so eine große Stadt gebaut hat. Das war höchst interessant, möchte ich dazu nochmal sagen. Ich weiß gerade nicht mehr, was war. Kevin Schallenberger oder Flusch? Ha, einer von euch bei. Irgendeiner war es, auf jeden Fall. Danke dafür, ich habe schon mal angeguckt. War interessant, aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg dahin. Der hat ja auch so kleine Straßen überall gebaut. Was ist denn das? Fährt denn schon die erste? Achso, das sind die S-Bahn. Hier ist ja interessant, ob hier bald die anderen fahren. Gut, heute wollen wir aber erstmal weitermachen an der Stelle hier. Haben wir aufgehört. Hier fährt er jetzt der erste Zug. Wie sieht's aus? Ah, ein bisschen Minus, das ist aber in Ordnung. Linie 1, was war das denn? Irgend so eine Güterlinie, denke ich mal. Guter Nord, Potsdam Transfer. 3, 2, 1, ja, das war die Linie. Achso, die funktioniert mittlerweile nicht mehr. Weil die sind nicht mehr durchgehend. Da müssen wir also ein bisschen umplanen. Okay, heute wollen wir als erstes erstmal hier den Zug jetzt hier reinfahren lassen, der aktuell hier hinten hält. So, deswegen müssen wir den aber erstmal rauskriegen. So, dafür gehen wir jetzt mal auf den. Der muss nämlich gleich angehalten werden. Wie alt bist denn du? 17, ja gut. Also darfst noch in den neuen Bahnhof reinfahren. Aber du wechselst dich bald automatisch aus, denke ich. So, dann müssen wir nur warten, bis einer entgegenkommt. Und dann können wir tauschen. Das sieht schon recht hübsch aus, wenn da hinten die Züge fahren. Jetzt auf der neuen Brücke. Vielleicht den Berg dort neuf. Also wir bleiben jetzt gleich stehen. Nicht mehr weit. Und wir legen jetzt mal die Bremse rein. Oh, scheiße, halt. Das hier. So. Jetzt ist das gesichert. Und jetzt können wir hier ganz in Ruhe gleich, wenn der Zug noch ein Stück weg ist. Guck mal, da steht sogar nach dem Signal. Schlau. Gut, und jetzt schwingen wir mal die Abflusskeule. So, ich denke mal, das machen wir noch weg. Und der Rest kann bestehen bleiben. Machen wir einen schönen Bahnübergang draus. Ah, sieht doch gut aus. Na, so. Haben wir schöne Brücken gebaut. Die geht ein bisschen höher, die bleibt so. Dann müssen wir jetzt aber Potsdam-Wittenberg ändern. Den Haltestelle 2 fliegt raus und die kommt rein. So, da brauchen wir hier aber wieder so einen Gleiswechsel. Ungefähr so aussieht. Ja, das passt. Ich denke, das können wir so lassen. Deswegen werden wir uns gleich mal den Zug ranhängen, wenden und uns das nochmal angucken. Mensch, die Fahrgäste, die hier gerade drin saßen, ne, die sitzen ja gar nicht mehr drin. Sind mittlerweile alle hier ausgestiegen. Deswegen bin ich auch kurz vor der Straße gehalten, damit die auch nicht so weit laufen müssen. Ne, ganz einfach. Das machen wir weg, dann gucken wir uns das mal schön an hier. Wie denn der Zug wunderschön jetzt dort reinfährt.
über den Fluss drüber. Geht es jetzt langsam bergauf, statt hier steil bergab. Ja, braucht immer mal Veränderungen. Und die Veränderung sieht halt diesmal so aus, dass wir jetzt weiter in die Stadt hineinfahren und nicht mehr so am Rand sozusagen anhalten. Das heißt, unsere Zentralstelle dort vorne würde zurzeit nur noch von der S-Bahn bedient. Und von dem Zug, der hinter zufährt. In die S-Bahn-Strecke. Was hier für Schluchten entstehen, wenn du hier so ein bisschen was baust. Schlimm, schlimm, schlimm. So, da ist unser Express dran. Zu Hause. Schwarz-Rot. Ist das wirklich für Bayern? Nee, oder? So, das muss ich jetzt natürlich erstmal einleben hier. Die müssen das ja erstmal mitbekommen, wo jetzt eigentlich der neue Zug hinfährt. So, was ist denn hier so los? Nimm mal viel. Gerade mal noch 113 Leute stehen hier. Jetzt wird ja kaum noch ein Bahnsteig bedient. Von 5 ehemaligen Bahnsteigen. Was hat denn hier alles durch? Holz 1 geht hier mit drüber. Aha. Wo fährt er Holz 1 hin? Aha. Ach, der fährt eine komplette Runde im Kreis und fährt dann hier raus. Na, tschüss, ist auch sein Weg gesucht. Na gut. So, dann mal weiter. Hier an dem äußersten Bahnsteig. Was sollte denn dort lang halten? Das sollte bestimmt der Zug von dort halten, ne? Da sollte nämlich hier durchgehen und hier rein. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Genauso sollte das werden. Das ist nämlich diese Linie hier. So, und dann wollte ich den Zug, der hier rumfährt, da sollte es ein eigenes Gleis bekommen. Das sollte nämlich hier drauf und die zwei sollten hier auf die zwei Gleise. Als Durchfahrtsgleis. Und die S-Bahn wird noch nicht mehr auf der Schiene fahren, das ist Rotz. So, das heißt, dich muss ich jetzt irgendwie herankriegen, aber irgendwie noch über den hier mit drüber, weil der kommt von hier. Das heißt, eigentlich müsstest du hier aus einem kleinen Tunnel rauskommen. Reiß mal hier ein bisschen was ab. Im Gleisvorfeld. Was hab ich jetzt hier abgerissen? Ei! Lass mal noch ein Stück Straße mit weg. Hey, sag mal. Hallo. So. So.
heißt, wenn ich jetzt versuche. Hier stark runter zu gehen. Sollte es irgendwann klappen. Mit einem Tunnel. Das Problem ist aber, ich muss ja auch mit den zwei Gleisen jetzt hier drüber kommen. Sozusagen so. Das ist Rotz. Scheiße, wie mach ich denn das am besten? Ich kann hier schlecht andersrum rein. Scheiße. Warte mal. Irgendwie muss das funktionieren. Dass wir hier mit dem Gleis so weggehen und mit den zwei äußeren Gleisen wieder mit hier rein. Oder wir gehen hoch. Schon mal das probiert. Einfach sagen nach oben. So. Und so. Wie, für was gibt es denn eigentlich Steelbridge ohne Brückenpfeiler? Du stößt mit der kleinen Ecke hier zusammen, das blöde Ding. Du bist nur hier ran, aber hier habe ich ja noch nicht mal das Gleis gebaut, das kommt ja auch noch dazu. Wie bau nicht möglich. Nee, was ist das für ein Scheiß? Muss doch baumöglich sein. Muss kurz gucken.
Scheiße. Na gut, alles weiter gibt's mir nichts mehr. Tschüss.